Servus zusammen. Drückt euch manchmal der Wanderschuh oder habt ihr mit Blasen an den Füßen zu kämpfen? Dann könnte die Lösung total einfach sein. Denn mit der richtigen Schnürtechnik könnt ihr bereits eine Menge für die perfekte Passform eurer Wanderschuhe oder Bergstiefel tun. Ich bin der Chris von Hanwag und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr eure Wanderstiefel am besten schnürt. Bleibt dran! Bei solchen Trekkingstiefeln mit hohem Schaft unterteilt sich die Schnürung in zwei Bereiche. Die vordere Zone fixiert den Vorder- und Mittelfuß im Schuh. Das ist zum Beispiel wichtig, damit ihr in anspruchsvollen technischen Gelände guten Halt findet. Die obere Zone umschließt in erster Linie das Sprunggelenk. Hier ist zum Beispiel guter Halt wichtig, damit ihr nicht umknickt. Dazwischen liegt bei manchen Modellen noch der sogenannte Tiefzughaken. Er sorgt dafür, dass die Ferse fest im Schuh sitzt und nicht rutscht, denn das ist eine der Hauptursachen für Blasen. Schauen wir uns jetzt Schritt für Schritt an, wie ihr den Schuh richtig schnürt. Wenn ihr eure Schuhe schnürt, dann fangt ihr vorne an. Hier fixiert ihr den Fuß so fest, dass ihr einerseits guten Halt habt, andererseits den Fuß nicht abschnürt. Also wenn die Zehen anfangen vorne zu kribbeln, dann könnt ihr ruhig die Schnürung wieder etwas lockern. Jetzt kann es sein, dass ihr die obere Zone etwas lockerer schnüren möchtet als die vordere. Das kann zum Beispiel beim Bergaufgehen angenehm sein, weil ihr dadurch mehr Bewegungsfreiheit im Sprunggelenk habt. In diesem Fall könnt ihr hier einen halben Knoten als Zonentrenner setzen und anschließend den Schaft lockerer schnüren. Zum Bergabgehen sollte man dann aber auch den oberen Teil der Schnürung etwas fester ziehen. Das geht besonders gut, wenn ihr die Schnürsenkel von oben nach unten durch die Haken zieht. So bekommt ihr deutlich mehr Kraft auf den Schaft. Das gibt euch Sicherheit im Abstieg und stabilisiert euer Sprunggelenk. Diese Schnürung, die wir gerade gesehen haben, kann manchen Menschen Probleme bereiten. Vor allem dann, wenn sie einen hohen Spann haben oder sogar ein Überbein auf dem Fußrücken. Wenn man den Spann gezielt entlasten möchte, macht man das am besten mit der sogenannten Parallelschnürung. Dabei fädelt ihr die Schnürsenkel an der Druckstelle durch mehrere Ösen auf der gleichen Seite, anstatt sie in der Mitte zu überkreuzen. So nehmt ihr hier Druck vom Spann. Diese Parallelschnürung hilft also gezielt gegen Druckstellen. Mit der nächsten Schnürtechnik könnt ihr Blasen vermeiden. Ziel der sogenannten Flaschenzugschnürung ist es, die Ferse möglichst fest im Schuh zu fixieren und damit Reibung zu vermeiden. Also bei der Flaschenzugschnürung gehe ich anstatt zu überkreuzen mit beiden Schnürsenkeln an den Haken entlang nach oben und fixiere die Schnürsenkel hier mit meinen Fingern. Dann nehme ich das Ende und gehe jeweils auf der anderen Seite kurz überhalb vom Tiefzughaken unter den Schnürsenkeln durch. Dann fixiere ich hier das noch ein bisschen und dann mache ich mit Pumpbewegungen fixiere ich die Ferse richtig hinten im Schuh drin. Dann mache ich hier, dass das Ganze schwerer aufgeht, einen halben Knoten und ziehe das so richtig fest zu und mache hier eine richtige Schleife. Und hier muss ich dann weitere Knoten machen, weil die Schnürsenkel natürlich viel zu lang sind. Und wie ihr sehen könnt, ist die Ferse jetzt richtig hinten im Schuh fixiert. Jetzt kennt ihr also die wichtigsten Schnürtechniken. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt sie uns gerne hier in die Kommentare. Weitere Tipps findet ihr in den nächsten Videos oder auf Hanwag Stories. Dann klappt es nicht nur beim Schnüren wie am Schnürchen. Servus, sagt der Chris.